Hallo und herzlich willkommen zurück in der Zugstau-City Bullei. Ja, irgendwie hat sich hier ein Riesenstau gebildet. Und ich sehe gerade, es ist vor allem Güter, die hier nach Bullei eingeführt werden. Das heißt, wir brauchen scheinbar mehr Güterbahnhöfe. Anders kann ich mir das jetzt nicht erklären, wie wir das sonst regeln könnten. Ja, deswegen würde ich sagen, setzen wir hier direkt mal einen Güterbahnhof irgendwo hin. Wir könnten von hier mal so eine Straße abführen. So. Obwohl, ich überlege gerade, das hier ist alles Wohngebiet und dann fahren die ganzen Güter durchs Wohngebiet. Das will auch eigentlich keiner. Das lassen wir mal schön. Hier ist es Industriegebiet. Das heißt, hier könnten wir einen Güterbahnhof auf jeden Fall noch platzieren. Dann bleiben wir hier bei dem schönen Feldweg. Setzen ihn so hin. Setzen wir hier den Güterbahnhof dran. Wunderbar. Jetzt müssen wir hier irgendwie das schaffen, von hier eine Abzweigung darüber zu kriegen. So. Ach, Mist. So. Und dann gehen wir nochmal eine Etage hoch. Und dann müssten wir doch da rüberkommen. Ja. Und dann können wir da runter. Sehr gut. So, ich will gerne hier eine Alternativstrecke dann bauen, quasi. Dann gehen wir hier nochmal hoch. Ich glaube, wir müssen noch eins höher. Wo ich hier so kräftig am Bauen bin, kann ich auch schon mal das nächste Thema ansprechen. Und zwar wurde ich gefragt, was für mich denn Kunst wäre. Und ich finde das auch ein sehr, sehr schönes Thema. Wo ich natürlich gerne meine Meinung zu abgebe. Und zwar ist Kunst für mich wie soll ich das denn beschreiben? Alles, woran Menschen ihre Freude haben können, kann man das so sagen? Wo Menschen Emotionen mit verbinden. Das
das, kann man das so einfach pauschalisieren? Ich denke ja. Also ich finde, Kunst ist ein sehr dehnbarer Begriff. Was halt mein Problem ist, ist, also ich glaube auch, das war das Thema, was da quasi dranhängt, ist, ob Videospiele Kunst sind. Für mich sind Videospiele auf jeden Fall Kunst. Also, das steht absolut außer Frage, weil... Wie gesagt, wenn ich das unter dem Aspekt sehe, dass man quasi dann Emotionen weckt mit diesem Medium, dann kenne ich, glaube ich, kein Medium, was dann eher Kunst wäre, wenn man es unter diesem Aspekt sieht. Weil so viele Emotionen, die Videospiele schaffen, das schafft kein anderes Medium. Und da gibt es halt verschiedene Spiele, die dann nochmal ganz besonders herausstechen. Also ich finde zum Beispiel, eines meiner Lieblingsspiele ist Bioshock Infinite. Und da die letzten 30 Minuten von diesem Spiel sind ein Meisterwerk, wie das die Story, die da geschrieben wurde. Da gibt es wenige Filme, die da ranreichen können. Storytechnisch. Und das ist, ja, das ist für mich einfach Kunst. Oder da gibt es dann halt auch Spiele, die, ich setze mal hier mal ein großes Krankenhaus noch irgendwo hin. So. Da gibt es zum Beispiel auch Spiele wie heißen das, Child of Light zum Beispiel, die dann wirklich einen grafisch auch einen künstlerischen Anspruch haben, oder Limbo, was hätten wir ja noch ein, ich weiß es nicht. Ja, da fehlen einem dann direkt die Beispiele. Wie es immer so ist. Aber ich glaube, euch fallen auch ein paar ein. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Also es gibt sehr, sehr viele Spiele, die einen künstlerischen Wert haben, die wie Gemälde quasi sind. Und ja. Aber selbst sowas hier. Also ich finde, selbst das Spiel hier hat einen gewissen Kunstfaktor. Weil ich finde auch, dem Spieler ein Werkzeug zu geben, damit er selber was schaffen kann, hat einen gewissen Kunstanspruch. Was für mich aber eher weniger Kunst ist, sage ich mal, ist zum Beispiel, da hatte ich zum Glück letztens noch eine Diskussion drüber gehabt, deswegen kann ich da jetzt relativ viel drüber erzählen, wenn die Fettecke von Boys oder sowas, also wenn jemand einfach mal ein Stück Fett in die Ecke schmeißt und das dann da gammeln lässt, da fehlt mir quasi, ich weiß nicht, da fehlt mir das Schaffen des Künstlers, sage ich mal so. Also ich finde, klar, kann das, also ich glaube, was er da schaffen wollte, ist, dass man dann sieht, wie, wie heißt es denn? Wie die Natur quasi, wie Schimmel und so weiter, wie der sich dann entwickelt. Und das ist ja auch dann quasi irgendwo die Schönheit der Natur ist, bla bla bla. Das kann man wirklich sehr krass interpretieren, was Künstler ja auch dann nicht müde sind, gerne mal zu machen.
sich da irgendwelche Interpretationen zu holen. Dennoch. Ich baue mal hier noch Müllverbrennung irgendwo hin. Am besten hier. Ist schön außerhalb, aber ist direkt an der Stadt. Oh, jetzt hab ich. Nee, das wollte ich nicht. So. Direkt zwei hin. Fertig. Wo war ich dran? Ja, also da, die sehen da ihren künstlerischen Anspruch quasi da drin, dann eben dann zu sagen, ja, die Natur, bla bla bla, was die da schafft, das ist doch wunderschön und so weiter und so fort. Okay, aber der Künstler selber hat ja wenig dazu beigetragen. Er hat einfach nur Fett in die Ecke geschmissen. Und dass die Natur Schönes schaffen kann, das wissen wir. Und dann kannst du auch einfach vor die Tür gehen und dir da alles Mögliche anschauen. Und dann sieht man halt auch, wie schön so eine Natur sein kann. Dazu brauche ich nicht Fett in der Ecke. Oder was hatte ich letztens noch? Da habe ich gesehen, Durch die Nacht mit Olli Schulz und Tom Schilling war es, glaube ich. Ich glaube, ja. Auf Arte gibt es halt so eine Sendung Durch die Nacht. Da gehen immer so zwei Promis zusammen in der Nacht, eine ganze Nacht quasi irgendwo auf Tour und gucken sich verschiedene Sachen an. Und da waren die in einer Kunstgalerie gewesen. Und da hat dann quasi so ein, wie soll man sagen, ein Tisch hat dann da an der Wand gehangen, wo die Beine quasi abgeschnitten waren und es war nur noch die Tischplatte, die hängt dann da. Und da war halt auch keine Beschreibung dazu, sondern es war einfach so eine alte weiße Tischplatte, die dann an der Wand gehangen hat. Und dann kam Olli Schulz und meinte dann so, ja, was will ich jetzt damit, da hängt halt eine Tischplatte. Wieso hängt die da? Und dann war so ein Typ da gewesen, der scheinbar ein bisschen mehr Ahnung von Kunst hatte. Und der sagte dann, ja, es muss ja nicht immer einen Sinn haben. Und vielleicht ist es nur auch einfach nur da. Und dann denke ich mir halt, ja, okay. Klar muss nicht alles einen Sinn haben und es kann einfach nur da sein. Aber wenn es Kunst sein soll, dann frage ich mich dann doch, wieso das da ist. Weil man hat ja auch irgendwo mal Geld dafür bezahlt und ich glaube, der Künstler will ja auch wahrscheinlich Geld dafür haben. Und dann sollte es vielleicht doch einen Sinn haben, warum dann sowas da ist. Oder nicht? Oh, das scheint sich hier ein bisschen zu entspannen langsam. Es ist auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr Bewegung drin. Hier noch nicht wirklich. Ich denke, man sollte die Bahnhöfe nicht direkt in die Linie bauen. Weil dann bleiben sie stehen zum Ein- und Ausladen und dann hält es quasi den ganzen Verkehr auf. Deswegen sollten wir vielleicht den Bahnhof noch umdisponieren. Wo ist hier das Problem? Ach was. Was ist denn hier los? Weil das Einbahnstraße ist. Ah, ne, die kommen hier nicht durch, weil der Zug steht. Oh, shit. Das kriegen wir aber hin.
Speisen wir hier auch noch ab. Ach, komm schon. So. Ort ist bereits belegt. So. Das sieht doch gut aus, oder? Krass, wie viele Krankenwagen auch da stehen. So. Das entspannt sich jetzt hoffentlich hier. Oh Mann. Ja, ab und zu sollte man vielleicht auch mal auf die Staukarte gucken. Oh mein Gott. Das ist Autobahn. Da können wir nichts machen. Da. Wieso staut es sich da? Ampel. Aber da stehen jetzt nicht wirklich viele. Ich finde, damit sollen die leben. Hier ist halt nur viel Verkehr. Aber staut sich nicht auch nicht wirklich. Hier ist ein bisschen zäh fließend, aber fließt auch ganz gut ab. Oh, jetzt fahren hier aber wirklich viele Richtung Bahnhof. Richtung Flughafen, meine ich. Ah, die biegen alle da ab. So. Na, na, na. Bin ich froh, dass ich diese Mod habe, weil ich finde das total ätzend, dass hier überall dann direkt Ampeln hingebaut werden. Man sieht ja, was daraus resultiert hier gerade. Mach mal so. Weil hier so viele kommen hier nicht. Oh Mann, hier staut sich aber wirklich. Also das hier ist nochmal ein Problem. Da müssen wir irgendwie auch nochmal eine Umleitung bauen. Aber ist ja kein Ding. Wir können ja hier auch nochmal eine Autobahnabfahrt irgendwo hinbauen. Die dann hier dran schließen. Vielleicht bauen wir auch hier nochmal eine Hauptstraße durch. Und dann geht das schon gut. Aber ich
würde sagen, das machen wir dann wieder in der nächsten Folge. Genauso wie das Totenproblem hier. Ich danke euch vielmals fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.